Eintag, spielst du noch mit, oder? Hallo? Das ist so ein Spacken. Ich hasse euch alle. Ah, ich hab ihn, glaube ich, gerade gehört. Ne, das ist Alpay. Irgendjemanden höre ich hier, aber der ist leiser als sonst was. Alpay ist leiser als sein Urgroßvater. Hier noch ein Autodeck. Ja, reicht. Schätze ich. Ja. Okay, wir wurden aus. Warum sind wir jetzt auf einmal vier Magicals? Servus! 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 Tsukiyomi, Digga! Yo! Wer ist bitte Tsukiyomi, Alter? Wer ist das? Ja, ich! Wer ist das? Wer ist dieser Tsukiyomi? Junge Mann! Alter, die spammt mich ja so voll, Alter, ich bin tot! Weil ich fresse groß im Chat, aber ingame kann der Bruder gar nichts. Er ist doch voll nice. Was ist das? Wieder Jiva hinter dir irgendwo, oder? Okay, ich hab keinen Mana mehr, Digga. Ja, ich bin da. Lass den Tsukiyomi, der hat Trauma von einem Carbracken. Ich geh Bancroft holen. Ja. Ich komm rechts. Und seid vorsichtig. Oh, die sind Level 3. Ich komm doch nicht, glaube ich. Ich würde auch nicht. Nee, farmt ihr erstmal. Das macht keinen Sinn. Ich hab noch nix. Wieso hat Dirtman eigentlich Physical Protection gekauft? Ich glaube, er hat mit dem Tsukuyomi geredet. Achso, ja, Mann. Also, Tsukuyomi Support geht gar nicht klar. Doch, eigentlich schon. Aber du hast Freya in Doja Lane, das ist widerlich. Gut, dass Tsukuyomi Support nicht funktioniert. Hätte ich dir auch sagen können. Egal, Late Game, Junge, Late Game. Ist so. Wer ist Tsukiyomi, Digga? I don't know. Ja, ich bin auf dem Weg nach rechts. Oh, da ist Jibel zu meinem Red. Fure! Ich komm. Digga, ist Darth Vader in unserem Chat, oder? Bin ich das, oder was? Ich glaub schon. Was mach ich denn? Weiß nicht, ist Darth Vader hinter dir? Warte, mach Mikrofon leise. Oh, oh, ich werde attackt, ich werde attackt, ich werde attackt. Ja, das ist meine Playstation, Alter. Die ist wie ein Helikopter. Digga, was geht bei deiner Playstation? Ja, ich hab die auch schon seit 5 Jahren. Feuer Ulti? Freya hat keine Ultime. Okay.
What are you even doing? Ja, ey, hilf doch! Oh. Hallo? Kill Steel. Kill Steel? Haha, Dirtman, Digga! Das Damage reicht. Wer baut denn auch Physical Defense gegen Anubis, Digga? Warum ist er eigentlich nicht im Ingame Chat? Also Duel Lane ist bei uns richtig stark, 0-4 und 0-4. Ja, man, Duel Lane rasiert auf jeden Fall. In die andere Richtung. Ja, sie hat ihren Degen Strich. Oh. Alter, Mann, wie oft wollen die denn noch, Alter? Bevor der Bruder noch abhaut, Alter. Oh, oh, die Freya will meinen Arsch. Schön, wir pushen mal in der Midwave, ich kenne alles. Oh, die Dagi wollte ja richtig nicht treffen. Dagi ist ein Jungle, ja, pass auf. Ich will nicht sagen, aber die ist, ich bin 5 Level über ihr, also. Dagi sag ich schon. Das ist Level 11, die macht gar nichts. Ja, ich sag ja, Capricorn Life Steal OP. Glaub nicht, dass es daran liegt. Doch, Junge, schau mal. Easy. 9-0. Sieht nur ein Life Steal. Ja, ich weiß, Digi, Life Steal Bild OP. Ja, das, also mit Capricorn mit seiner 3 ist es halt echt OP. Boah, ich brauch noch 50 Gold. Okay, ich warte kurz auf 50 Gold. Oder warte mal. Scheiß drauf, schon mal einfach direkt Pulli. Oh, die Freya stirbt dir jetzt instant. Ulti down. Stimmt, Cesar, wie skillst du eigentlich gerade? Ich skill meine 2 hoch und dann meine 1. Echt? Du musst deine 3 hoch skillen. Nein, Bruder. Das bringt mir bei einem Tsukiyoku nicht. Der stunt mich, wenn ich meine 3 einsetze, ja. Sowieso. Ah, okay, stimmt. Ja. Auf der Solo-Lane bringt das was. Ja, da schon eher. Gut, gegen den Anubis würde ich es auch nicht machen. Ja, okay, nee. Gegen den auch nicht, aber halt. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Mein ich. Ich weiß. Ah, ärgerlich. Ich komme. Der ist down. Feuer kommt. Was? Oh mein Gott, so viel Glück. Ah. Geht drauf. Boah, Junge, ja. Push mal rechten Tower, weil ich verliere den Midlane, glaube ich. Gerade. Oder? Mid Tower ist noch da. Junge, du bist einfach Level 12, Alter. Gar keinen Sinn. Wieso nicht? Hat die Ulti? Oh Gott. Digga. Ich konnte ihn nicht stunnen in seine Ulti. Das ist natürlich schade. Da, da. Aber Daji und Tsukuyomi Ulti, also. Die sind gerade kein Problem. Okay.
Oh, der hat gut auf, der ist auch Level 12, der ist. Mhm. Oh, rechts. Oh, da soll ich mal helfen. Oi, da verpiss dich doch. Enemy ultimate down. Mhm. Ja, ich kann dir gerade rechts nicht helfen. Komm in der Mitte. Komm in die Mitte. Halt den mal kurz hin, wenn du kannst. Ja, ich versuch's. Nice wäre, wenn man sich mit Morrigan zu Kerrigan verwandelt und dann Doppel-Ulti macht und dann jemanden einsperrt. Ich glaube, das wäre witzig. Ulti down. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, ob ich noch Ulti für die, aber ich wusste nicht, ob noch jemand mit sein noch einen Weg. Oder doch okay. Nicht. Oh, die Moja. Mach ein paar Hits auf den Tower, dann geh ich rein. Der Sprung kommt. Ich wieso hast du nicht einfach den Tower gedingst? Nein. Das ist eine Minion. Sorry, Bro. Ich versuch, davon zu helfen. Aber das ist echt eklig, Mann. Leicht die Cabrican. Drei gegen einen. Die haben keine Chance. Ganz ehrlich, das liegt gerade nur daran, dass ich 5 Level höher bin. Das, also ich kann es jetzt noch nicht einschätzen. Ich kann es noch nicht einschätzen. Daran liegt es auch, ja. Aber glaub mir, selbst wenn du mit selben Level wärst, wäre zwar schwieriger, klar. Ich glaube nicht, dass ich da überleben würde, Digga. Nur einfach nur ein bisschen Anti-Heal und fertig. Ja, okay, stimmt. Aber dafür sind die meisten irgendwie zu gut. Ja. Ich sag ja, wenn du gefeedet bist, geht es auf jeden Fall safe. Aber wenn du ein gegnerisches Team hast, das einfach weiß, guck mal, die haben bis jetzt Tsukuyomi Anti-Heal, Digga, das war's. Ja, okay, das stimmt auch wieder, aber da muss man halt dafür sorgen, dass man ein bisschen mehr Farm als Heal. Ja. Also ich kann jetzt nur von der Solo-Lane sagen, natürlich. Als Jungle oder so macht das natürlich keinen Sinn. Ja. Auf der Solo-Lane mischt sich ja fast keiner ein. Ja, aber wenn der gegnerische Jungler kein Vollpfosten ist, dann mischt er sich ein. Das stimmt. Aber es sind die meisten. Auf deiner Elo vielleicht? Ja, das stimmt. Ich sag ja, ich habe immer so ein richtig leichtes Spiel. Easy. Goldfi. Ja, warte. Ich komm. Ich wollte jetzt die Ulti von Anubis nicht verschwenden. Ja, ich bin auf dem Weg. Wieso nicht? Mach einfach. What are you even doing? Okay, hau ab. You have slain an enemy. Wieso kämpft die nicht? Ich wollte zuschauen, weil du so krass bist. War da jemand? Boah, Dauerstun sein Ego-Part, Alter. So, ich back kurz. Okay. Ich hab grad keine, nichts mehr. Nein! Fick mein Leben. Digga, ich bin eingesperrt, sein Vater hier. Jetzt kommt, Digga, oh mein Gott. Oh Mann, Alter. Du bist bei euch? Ja. Darfst du die?
Digga, im Leben nicht. Ich sag ja, wenn zu viele Leute da sind, dann hilft dir dein Lifestyle auch ein Scheiß. Oder wenn die deine drei unterbrechen. Ja, aber das ist bei jedem Charakter so. Also ist daran, ja, kann man es auch auf Lifestyle nicht schieben. Mir hat einfach Rot auf der Hut gefehlt. wir sollten weggehen. Bin ich nicht der Meinung. Oh, was? Nein! Fick mein Leben. Ja, die Mutter ist halt auch hart nervig. Ja, Mann. Aber ja. Yes, bin on my way, bro. Hab ich mehr Schaden gehabt? Hier 158, ne 85 Polyprot. Hast du Horus Jungle Attack Speed gesagt? Alter fuck. Wieso funktioniert der Scheiß? Aber nur bei Casual, Digga. Nice. Wir sind da auch ein bisschen gefeedet, Dicky. Ja, Mann, ich hab die gewonnen. Schau mir Anubis, Scheiße, die Ulte, die hier, kacke hier weg, alle. Ey, ich hab nur am Killstream, Alter, 17 Kills. Ja, Mann, und Top Damage hab ich auch gestohlen. Ja, genau. Alles okay von mir gestohlen, einfach von mir. War da eine Gold Fury gerade oder? Ne, ich glaube nicht. Weil ich hab noch übel viel Zeit. Ja, aber. War da was? Ja. Keine Ahnung. Ja, Argus. Ah, okay. Der Riese. Wenn ich den Anubis irgendwo sehe, Digga, ich penetriere seinen Arsch. Mhm. Ich merke gerade, ich hab Beats. Ja, mein. Ich merke auch, da ist eine Flugzeugturbine hinter dir, Digga. Junge, Bro, wenn du wüsstest, Alter. Das ist ja noch leise. Das ist ja für mich noch leise, wie ist es dann für dich? Nein, nein, das ist für mich auch noch leise. Ah, okay. Wenn der mal richtig abgeht, dann gibt's ja Holy shit. Ja, ich hau mal ab. Noch sein scheiß Disarm Müll, dass man ihn da nicht treffen kann. Übel. Das ist so nervig. Aber der wird richtig gut genervt, der wird gut angepasst. Diese Lemota spielt gut, Digga. Don't. Komm, ist die. So ein Hund. Kurz Disrespect. Oh mein Gott, diese Ult. Hast du was gegen meine Ulti, Digga? Easy, nochmal Kissy. Jungs, scheiß auf Phoenix, lass weiter. Ja, Mann. Erinnert mich an meine Rank Games. Geht auf Titan, Digga. Wenn die Freya kommt, direkt alle drauf. Ich hab damit nicht gemeint, dass man den Fausten bei diven soll, Digga. Oh Gott.
Die können eh nicht pushen, Digga, die müssen eh defenden. Ja, die hatten noch so viel Leben auf dem Fallschirm, deswegen hab ich einfach Anubis geholt, dass der den nicht bekommt. Ja. Boah, diese Yemoja ist ein echtes Problem, Digga. Leon, du Stück Scheiße. Ich hab sie nicht getroffen. What? Lol. Wieso triffst du nicht die nicht, Digga? Was ist mit dir? Oh nein. Schön, Bro. Der ist die noch mitgenommen. Ist so. Dann groupen wir Mitte und dann nehmen wir Mitte wieder. Fick die Freya, fick die Freya. Aegis. Ulti. Okay, push links. Ja. Oh. Wie überlebt die das, Alter? Ich hab so viel Power. Shit. Oh, wir haben verloren, gell? Nein, die müssen da noch ein bisschen erstmal pushen, das dauert. Hat die gehen FG? Okay. 700 Power. Sollte doch was gehen. Die Freya ist solo. Nice. Ah, ich komm nicht durch. Ich hasse die Mocha. Komm, gut für dich. Ich glaub, der folgt mir. Ich darf mal die linke sein. So eine einfach schon durch. Okay. No problem. Okay, also sobald ich Freya sehe, ich blinke auf die wieder zu. Mhm. Die müssen wir einfach immer zuerst killen. Oh Gott, damit. Oh, komm, alle in der Mitte, alle in der Mitte. Hm. Ja, jetzt haben sie mich gecatcht. Scheiße, das war dumm von mir. Fick mein Leben. Die hatte ich halt auch noch bekommen, das ist so lächerlich. Ne? Ja, Freya Late Game, Bruder, ist eben so. Ja, da sieht man mal, dass man nicht immer gut sein muss mit einer Freya, einfach nur reinhalten. Ja. Übel crazy. So, Bruder! Itox muss uns jetzt carry. GG. Obwohl, ne, doch nicht GG. Schön, wir kommen gleich wieder. You surprise me. Your middle phoenix is under attack. You Ragnarok. You're worth reviving from the dead. You're worth reviving from the dead. Out of my way next time. Out of my way next time. An enemy has been slain. Nice, bro. Nice. Ich werde hier mal nicht greedy. Sag mal, wollt ihr mir jetzt nicht verarschen? Guck mal, rechts, Phoenix.
links auch. Mhm. Alles links kriegen sie wieder wahrscheinlich. Alter, warum catchen die mal nicht? Ja, Durban, fick den, ja. Easy. Oh, wir können Feier machen. Ja, geh Feier. Ach, sind wir noch nicht da? Wann haben die das gemacht? Wait. Attack, Fire Giant. Ja, Fire Giant ist jetzt zwar da, aber... So ein Arschloch. Ich hasse diesen Fall. Der flackt mich doch. Ja, jetzt haben wir einmal so viele Minions. Ja. Nice. Guck mal, die sind am Arsch, die sind am Arsch. Das war's auf jeden Fall wert, Digga. GG. Was für ein Scheiß. Ja, Top Kills. Mm. Warst du auf Top Kills? Ja. Dein Ernst? 22,8 zu 20. Ah, du Wichser, Alter. Mm. Dieser Anubis wurde hart gefistet vom Dirtman. Ja, Mann. Hardcore wurde der gefistet. Introducing 44k Player Damage, Bruder. Ja, ich hab immerhin 38. Wie viele Kills hatten wir insgesamt eigentlich? Wir hatten übel viele. 71. Aber ach, die hatten auch 63. Die Freya hat 16, der Anubis 14. Und Tsukuyomi auch 8. Ja, die Freya ist aber 17 mal gestorben, Digga. Hm? Zählt also gar nicht. Ist so Deadman. Ja, Deadman, es gibt viele Verrückte, die einfach so Sachen picken. Anubis, das ist Casual, Digga. Ich gehe in Casual auch an Anubis Solo. Ja, aber wie oft sehe ich das auch in Ranked? Einfach nur um die Lane zu gewinnen, so weißt du. Ja. Leider ist es halt legitim, was willst du machen? Aber wenn du ein guter Solo-Laner bist, dann geht das schon. Das ist schon schwierig. Das ist schon echt. Aber ich bin gerade. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.